Freunde, ich trage immer noch das gleiche Outfit und das liegt daran, dass ich jetzt direkt nach der Aufnahme des ersten Parts weiter zocken will. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario 64 Beyond the Cursed Mirror. Und hier kommen wir jetzt mit einem Stern nach oben und das sieht mir ganz, ganz stark nach der zweiten Welt aus. Lonely Floating Farm mit Unearth the Piranha Weeds. Und da unten ist doch direkt schon ein Outfit, Freunde. Was geht denn hier ab? Ja, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. You found the Darius Costume. Oder ich weiß nicht, wer Darius ist oder warum wir sein Outfit hier finden, aber ich find's großartig. Falls ihr wisst, wo Darius herkommt, Freunde, gebt mir gerne Bescheid. Ich kenne die Herkunft von Darius nicht. Ob das vielleicht irgendein Meme ist, von dem ich nichts weiß. Stelle ich, also würde ich mal stark vermuten, ne? Aber vielleicht habe ich einen klugen Chat, der mich über Darius aufklären kann, ne? Das ist vielleicht, ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen das Projekt schauen. Also ich bin hier gerade noch in der Vorproduktion. Aber normalerweise so Mario 64 Hacks werden immer so von roundabout 3000 Leuten geguckt, was mich immer sehr freut. Vielleicht ist da ja ein Mario 64 in Meme-Profi dabei. Jetzt hätte ich fast Fallschaden bekommen, aber wir haben einen wunderbaren Orden. Der mir erzählen kann, ob Darius ein bekanntes Mario-Meme ist, von dem ich einfach nur nichts weiß. Oh, hier ist viel Geld drin, sehr schön. Eine Coin haben wir verloren, nicht schlimm. Aber ich gehe direkt auf die 100 Münzen. So, das ist... Ich habe das Gefühl, die Münzen hier sind recht fair gestaltet. Warte mal, was ist da unten? Das ist gar nichts? Ah, doch, hier. Hier ist der Geldbeutel. Let's go. Jetzt können wir maximal 250 tragen. Nein! Dumm. Wo komme ich wieder raus? Ah, ich komme hier oben wieder raus. Okay, aber wir haben 4 Leben, glaube ich, verloren. Autsch. Aha. Aber ey, das ist doch schon mal gar nicht schlecht. So, wir haben schon fast die Hälfte der Münzen. Ey, ich mag das, ne? Wirklich, ne? Ich glaube, es heißt sogar Floating Farm, naja. Einfach, wie gesagt, ne? Wie eine Farm. Oh, aber sie besteht einfach aus ganz vielen schwebenden Inseln. Irgendwie ein super interessanter Style. Auch hier mit diesen Bubbles, in denen die Münzen drin sind. Auch irgendwie super spannend einfach geregelt. Also, ach. Oh, dieser Hack hat so geile, interessante Ansätze. Das ist so spannend, das zu erleben, weil das einfach Sachen sind, selbst wenn man viele Mario 64 Hacks gespielt hat, hier ist so viel dabei, was man einfach noch nicht gesehen hat und das macht so Spaß. So, dann betreten wir mal hier diese Farm. Oh Gott, hier sind wieder viel zu viele von diesen Hühnern. Oh Gott, sind die nervig. Und die kommen halt nicht mal runter, ne? Doch, jetzt, so. Du machst jetzt aber instanten Abflug, genau. Und du auch. Yeah. Let's go. So, ich schaue jetzt mal nach, was hier drin ist. Da ist ein Goomba. Kann ich hier rein? Ist da was? Oh Gott, hier ist noch ein Huhn. Oh Gott, wie viele Hühner sind hier? Komm runter. Kommt da runter, ihr Bastarde. Oh, man. Komm schon, please. Gönn doch. Ah ja, es kommt in Reichweite, Freunde. Das Huhn kommt in Reichweite. Ja, okay. So, aber hier muss doch irgendwas sein. Aha. Da oben ist doch auch schon der blaue Münzschalter, guys. Oh boy, oh boy. Genau. Zack, zack, zack. Ja, super entspannt. Da haben wir auch schon 82 Münzen. So, und hier geht es jetzt sogar nach oben. Okay. Dann schauen wir doch mal nach, was hier auf uns wartet. Hier könnte mit ein bisschen Glück nochmal richtig viel Cash drin sein. So sieht's aus. Nochmal ein Zehner. Wir wollen noch 5 Münzen. Das müsste doch im Bereich des Möglichen liegen, oder? Oh Gott, unser Mario-Skin ist so hässlich. Jawollo! Freunde! So schnell geht's. So, ups. So schnell geht's. Da haben wir die 100-Münzen-Mission. Sehr schön. So, wenn wir jetzt schon mal hier oben sind, Freunde, dann düsen wir jetzt einfach mal hier lang. Ich habe keine Ahnung, was hier auf mich wartet. Aber ich bin mir sicher, dass wir das früher oder später hier schon noch herausfinden werden, oder? Nein, 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 nicht der nach oben.
Ja. Da komme ich wahrscheinlich aufs Dach der Scheune, oder? So sieht's aus. Da sehe ich, glaube ich, auch sogar schon den Weg, wo ich hin muss. Pass auf, da gehen wir gleich hin. Oh Gott, hier ist eine lila Box. Aber hier ist auch ein Stern. Okay. Was ist denn eine lila Box? Und da vorne haben wir auch noch schwarze Boxen. Sag mir, wie viele Boxen gibt's hier eigentlich? Aber den Stern hier, den nehme ich doch gerne mit. Das war mit Sicherheit nicht Unplugged the Piranha Weeds. Das war the top of the barn. Alles klar, ja, das ergibt Sinn. Sag mal, wie viele Sterne brauche ich eigentlich für mein nächstes Level ab? 15. Ui. Okay, das dauert noch ein bisschen. So, aber jetzt können wir einfach über das Menü die Welt wieder betreten. Das ist so gut. So, Unearth the Weeds. Da hinten ist ein Feld, Freunde. Das könnte doch genau das sein, was wir brauchen, um da irgendwelche Piranha-Pflanzen zu unearthen. Unearthen ist ja wahrscheinlich, ne, aus dem Boden reißen. Würde ich mal stark vermuten, ne? So, hier haben wir sogar nochmal ein Infoschild. Diese verdammten Pflanzen. Sie machen meine gesamte Saat mit ihrem Feuer kaputt. Ich bezahle dich, wenn du sie kaputt machen kannst. Der Farmer. Yeehaw! Okay. Aha, I see. Noch 9. Ah, stimmt. Das war hier sogar mit so einer Anzeige, wie viele man noch killen muss. Das ist auch so gut gemacht. Oh, dieses Spiel hat so viel Quality of Life Changes. Es ist einfach nur unglaublich beeindruckend. Wie entspannt dieses Spiel gewisse Dinge regelt. Oh nee. Macht er jetzt nicht diesen. Sehr gut. So, da ist noch eine, genau. Noch 2. So, wo sind jetzt die letzten beiden? Da. Verdammt, der hat mich jetzt noch gekriegt. So, jetzt machen wir einen Abflug hier, Kollege. Yes! Und das bei uns unser Stern. Ganz entspannte Mission, aber wunderschön geregelt mit dieser Zahlenanzeige. Ne, das fühlt sich so ganz normal an. Ja, natürlich sind da Zahlen. So, klar, ich muss ja wissen, wie viele ich noch töten muss. Aber es ist eben nicht Standard. Das ist alles zusätzlich einprogrammiert. Down the Silo Slide. Eine Rutsche? Da hinten ist ein Silo. Da unten ist ein Silo. Da ist auch ein Silo. Okay, ich muss wahrscheinlich irgendeines dieser metallenen Silos, vermutlich. Ups. Irgendwie nicht attackieren. Das wäre falsch. Oh, wir können hier rüberrattern. Sehr schön. Okay, da drüben ist ein Eingang. Da drüben ist ein Eingang. Vielleicht ist da eine Rutsche. Ich weiß es nicht. Aber wir düsen jetzt einfach mal hier lang. Ich mag auch die Musik hier. Übrigens glaube ich, dass die gesamte Musik ein Original Soundtrack ist. Also ich glaube nicht, dass wir hier... Geil, da ist eine Röhre. Ich glaube nicht, dass wir hier dass wir geremixte Mucke haben, wie das normalerweise... Yo, wie geil! Wie das normalerweise ist, sondern dass hier wirklich... Wow, das war knapp. Dass hier wirklich eigene Mucke komponiert wurde. Und kann ich darüber? Nein! Da war ein geheimer Weg. Den habt ihr auch gesehen. Oh mein Gott, ach stimmt, man spawnt hier wieder oben. Oh, ich vergesse immer wieder, wie gut dieses Spiel programmiert ist. So, jetzt muss ich hier sehr aufpassen. Jetzt muss ich hier sehr... Da ist die Abzweigung, Freunde. Und die will ich nehmen. Ja, ja, ja. Da muss ich hüpfen. Oh. Warte mal, geht's da zu einer Röhre? Da geht's irgendwo hin. Da geht's irgendwo hin. So, ich muss aufpassen, dass ich genügend Münzen sammle, dass ich hier meine Leben wieder zurückbekomme. Dass ich hier noch ein paar Mal runterfallen kann. So, Freunde, jetzt hier, genau. Ja, ja. Okay, okay, okay. Und jetzt wahrscheinlich hier rein, oder? Hier ist ein Outfit. Hier ist ein Outfit. Lol. Das Mario-Outfit. Bro, Mario sieht einfach aus wie ein freaking Clown. Damn, boy. Aber was, jetzt komme ich wieder raus? Nee, hier ist doch safe ein Stern noch. Hier ist doch 100% noch ein Stern. Aber dann sind hier zwei Outfits in dieser Welt. Wow. Okay, da muss man gar nicht hüpfen. Oh Gott, ich dachte, ich wäre jetzt tot. Super spannend. So, jetzt geht's hier runter. Ey, wie geil, ne? Dass sie ja so eine Kornrutsche gemacht haben. Es ist so nice gemacht. Und da ist der Stern. Ah! Dieser Hack fühlt sich so gut an. Ich weiß nicht, wie lange das noch aufrechterhalten bleibt. Ne? Dieses Fanboy-Getue von mir. Aber ich liebe das, ne? Es gibt nur eine Welt. Es gibt eine Welt, bei der weiß ich, da habe ich nicht so Bock drauf. Die hat mir im Stream nicht so gut gefallen, aber mal schauen.
Mal schauen, Freunde. So, put the pig to sleep. Okay. Welches Schwein? Warte mal, da hinten bin ich jetzt, glaube ich, den Hügel noch nicht hochgegangen. Das kann eigentlich fast nur da sein. Ich mag auch die Farben hier, ne? Dieses saftige Grün mit diesem richtig schönen, ja, hellbraun mit den Heuballen. Oh, ich mag die Farbpalette von der Welt, wirklich. Die ist richtig, richtig angenehm. Allgemein, ne? Auch in 16:9 sieht Mario 64 so schön aus. Oh, ich weiß, mit dem PC-Port ist es auch möglich, sehr vieles in 16:9 spielen, aber irgendwie... I don't know. So, was geht hier ab? Kann ich denn nicht einfach an den Stern ran? Oh, dieses verdammte Schwein ist die übelst sauer über etwas. Der einzige Weg, ist einzuschläfen, ist mit einer entspannten Musik. Okay. Was, wenn ich da jetzt einen Triple Jump Dive mache? Wow! Du Arsch. Okay. Ja, komm, wir versuchen es jetzt mal nicht zu cheesen. Eine entspannte Musik. Okay. Ja, na, das kann halt alles bedeuten. Das kann halt wirklich alles bedeuten, weil... Und weil dieses Spiel halt auch so viele Mechaniken einbaut, die wir noch nicht kennen, wissen wir natürlich nicht, was es hier möglich ist, ne? Ob man irgendwie die Ingame-Musik ändern kann? Keine Ahnung. Oder ob man, ich weiß nicht, eine Flöte finden muss? Ne, das gibt's ja häufig in Videospielen, dass man irgendein Instrument finden muss, mit welchem man dann Tiere einschläfert. Warte mal, hier geht's noch sogar noch weiter hoch. Schau mal, was da abgeht. Okay. Moment, warte mal, wo muss ich hier lang? Muss ich da hier lang? Ich glaube hier, oder? Na, vielleicht finden wir ja da was. Wir müssen ja auch den lila Schalter finden. Den gibt's ja auch noch. Also es gibt schon noch recht viel, was es hier zu entdecken gibt. Also, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht das Schwein, sag ich mal, einschläfere. Och, Bruder. Mit dem beschäftigen wir uns dann einfach irgendwann später. Vielleicht finden wir auch irgendwann in einer späteren Welt was. Mit dem wir dann kapieren, wie man dieses Schwein einschläfert. Oder vielleicht hat es auch mit dieser lila Box zu tun. Na, vielleicht ist das eine Musikbox oder sowas. Kann ich mir auch vorstellen. So, jetzt muss ich hier aufpassen. So, warte mal. Oh, Bro! Das bricht zusammen? Warte mal, was ist das? Freunde. Das ist so eine kleine Drehorgel. Ich habe soeben herausgefunden, wie wir das Schwein einschläfern. Ich muss doch bestimmt diese Box zum Schwein bringen, oder? Und... Oh nein, 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 nein! Boah, wenn die jetzt runtergefallen wäre, ich wäre sauer gewesen. Oh boy. Und so klären sich manche Fragen. Ganz von alleine, Guys. So, ich muss jetzt sehr aufpassen. Ich hoffe nicht, dass nochmal so ein Huhn kommt. Oh nein! Okay. So, Freunde. Die Kiste ist wieder respawned. Also, ich musste sie einfach nur wieder abholen. So, muss ich das jetzt... Das muss ich jetzt irgendwie zu dem Schwein bringen, oder? Kann ich über den Zaun hüpfen? Ja. Es ist einfach eiskalt eingeschlafen. Holy shit, ey. Wie gut. Kann ich auf das Schwein drauf? Nee, aber ich glaube hier... Ne, da kann ich drauf. Oh mein Gott. Wie gut... Ist das bitte? Man muss eine Musikbox zu diesem Schwein bringen, dass es einschläft und uns nicht da rauswirft. Ich liebe es. Ich liebe es. Horse Riding Rings. Okay. Ah, warte mal, das ist, glaube ich... Ich glaube, das ist da drüben, ne? Da waren wir vorhin schon ganz kurz. Beim Sammeln der 100 Münzen. Da habe ich schon so eine Kutsche gesehen. Ja, genau hier. Okay, was geht hier ab? Oh, lerne, wie man eine Pferdekutsche fährt. Spring drauf, halte den Analogstick in die Richtung, in die du fahren willst. Keine Sorge, du fällst nicht runter. Okay. So, und das geht wieder auf Zeit. Ah, das ist ja eine Zeitmission. Alles klar. Und, kann ich hier auch irgendwie beschleunigen? Nein, oh, ich bin gehüpft. Nein, oh nein, Pferd. Ich bin stuck. Mein Pferd ist tot. Ah, aber das spawnt wieder. Okay.
Aber, warte mal, ich erledige das Pferd nochmal. Mal, eliminiert es sich jetzt wieder von alleine? Ja, okay. Wir probieren das nochmal, Freunde. Einen Moment. Wir lassen den Timer einfach mal da, wo er ist. Lassen ihn kurz runter ticken. Leider kann man den Timer nicht neu starten. Okay, ich wollte nur irgendwie beschleunigen und dann passierte das. Ich glaube, wir können hier tatsächlich einfach düsen und dann passt das. Alter, gebt euch mal die Beine von diesem Pferd. Er hat einfach eine verdammte Kutsche inklusive 3D-Pferd eingebaut, um dann hier auf dieser Farm ein Pferderennen zu veranstalten. Checkt ihr eigentlich, was der Typ für einen Aufwand betrieben hat in diesem Heck? Kommt das rüber? Also, das muss doch so aufwendig sein. Es ist insane. Es ist absolut insane. Ach, wie schön, dass hier alles aussieht, ne? Wie smooth und... Guys, es ist der absolute Wahnsinn. Es ist der ab... Oh, Bruder. Jetzt hätte ich mich fast suizidiert. Es ist der absolute Wahnsinn. So, und ich habe jetzt auch schon gesagt, es gibt noch 2 Boxen jetzt in dieser Welt, die ich nicht aktivieren kann. Und wenn es hier auch wieder einen 7. Stern gibt, glaube ich, dass wir noch nicht hinkommen. Zumindest würde ich das mal vermuten. Wir gehen mal rein. Rematch with the Hawk. Ja, ja. Der 7. Stern scheint immer eine Art Bossfight zu sein. Und da braucht man irgendwie diese graue Box für. Okay, was ist das hier? Ah, das ist nochmal hier diese... Nee, das ist nicht die Backdoor, sondern das geht nicht hier ab. Oh, das ist ziemlich gutes Material, wie du struggles und wie du Hindernisse überwindest. Oh, das ist nichts, was irgendein Drehbuchschreiber hinbekommen würde. Großartig, ich bin stolz auf dich, kleiner Mann. Du gehst zu Orten, zu diesen Orten? Warte mal, die 10. Sternentür, da wartet der Koopa-König auf dich in einem Final Showdown. Okay. Wir haben uns die Freiheit genommen, Bowsers Fähigkeiten zu verbessern und ihm ein bisschen einen, naja, sagen wir mal, kosmischen Anstrich gegeben. Aber ich bin sicher, das kriegst du hin. Ah, okay, hier kann man hingehen, wenn man gerade irgendwie nicht weiß, was man tun soll oder wo die Story weitergeht. Hä, aber dann mit 10 Sternen kann man schon gegen Bowser kämpfen? Da passt doch irgendwas nicht, oder? Da passt doch irgendwas nicht. So, jetzt warte mal. Hier kann ich nochmal Orden kaufen. Das mache ich jetzt, weil mein Geldbeutel ist ja sowieso voll. So, dann kaufen wir jetzt hier den Magnet-Badge. Ne, das war der falsche Knopf, Entschuldigung. Magnet-Badge und Verteidigungs-Badge. Ne? Hauptsache, wir haben den Stuff. So, was ist hier? Starfare. Du brauchst einen Schlüssel, um da durchzukommen. Kapisch? Ja, ja, Bruder. Sorry, bleib entspannt. So, von dem haben wir auch schon alles gekauft. Da ist der Umkleideraum. Ach komm, wir bleiben heute mal, Mario. Wir bleiben heute mal, Wario. Was soll's? Hier, 8 Sterne. Was ist hier? Oh, da drüben ist die nächste Welt, oder was? Oh, du musst 10 Münzen zahlen, damit ich diese Brücke hochfahre. Das sind die Showrunner-Steuern, weißt du? Okay. Let's go. Ah, geil. Aber, Freunde, Fun Fact, man könnte das auch durch Wandsprünge einfach skippen. So, als kleiner Trick für euch, falls ihr Lust habt. So, ich suche jetzt aber erstmal Welt 3 und ich glaube nicht, dass das hier Welt 3 ist. Ich habe das Gefühl, dass das hier noch nicht Welt 3 ist. Und soweit ich die Kontrolle drüber habe, würde ich schon gern in der passenden Reihenfolge spielen. Eine Sache will ich noch überprüfen. Chat mit euch. Chat, ich sage immer Chat, wenn ich mit euch rede. Ich streame zu viel, Mann. Ich streame einfach zu viel. So, hier ist nämlich noch ein Fernrohr, ne? Ah, sieht aus wie ein Teleskop, aber es hat keine Linse. Du musst erst die Linse finden und sie dann herbringen. So sieht's aus, Freunde. Hier geht's auf der Oberwelt weiter. Ich wusste, was hier ist. Aber ich wollte es euch nicht spoilern. So, ich glaube, hier aber ist wahrscheinlich Welt 3. So, da war der gelbe Schalter. Kann ich hier mit diesem Buch interagieren? Nee, kann ich nicht. Okay, alles klar. Na dann, würde ich doch vorschlagen, rein in die Masse hier. Jurassic Savanne. Alles klar. Die 5 Yoshi-Coins. Aber ich bin ganz offen und ehrlich zu euch, Freunde. Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Ich finde es aktuell sehr angenehm, ne, eine Welt pro Part zu haben, inklusive vielleicht noch ein bisschen Bonusmaterial, was so auf der Oberwelt passiert. Diese Savanne spielen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dabei.
Danke fürs Zuschauen und sorry für das abrupte Ende, aber es hat sich einfach sehr angeboten.